willkommen zur Heute-Show. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder rechtzeitig eingeschaltet haben. Danke sehr. Sehr freundlich, vielen Dank. Die Heute-Show. So, Freunde. Und jetzt kommt ein Satz, den ich in, 108 Folgen Heute-Show überhaupt noch nicht sagen durfte. Lasst uns über Sex reden. Endlich! Oh, Sekunde, ich habe mich verlesen. Sexismus. Ah, okay. Sexismus, nicht Sex. Buh, langweilig. Nein, spannend und wichtig. Deutschland und die große Sexismusdebatte. Ein Festival der Heuchelei, liebe Freunde. Viele Männer sind total verblüfft. Ich wusste das gar nicht, dass Frauen das nicht mögen, wenn man sie wie ein Stück Fleisch behandelt. Ja? Muss mir doch einer sagen. Wer hat uns dieses ganze Sexthema eigentlich eingebrockt? Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Völlig richtig. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Obwohl, nee, nicht wir, du ganz alleine, Rainer. Ne? Nicht wir. Wer hat sich an der Hotelbar blamiert bis auf die Knochen, weil er nach 12 Riesling denkt, er wäre George Clooney? Wir haben's gemacht. Glückwunsch, der Rainer. Ach ja, sehr aufgeregte Debatte diese Woche. Wie immer am Rande der Hysterie. Der Rainer übrigens seit dieser Woche offiziell Träger der großen Dominik Strauß-Kahn-Ehrennadel für herausragende Verdienste auf dem Gebiet der Belästigung. Jetzt, Deutschland ist da ja sehr gespalten in der Frage. Manche sagen, die Kritik am Brüderle wäre überzogen. Ne? Er ist ja nicht mit wehender Banane durch die Hotellobby gerannt. Ne? Fakt ist, ja, er hat halt schon diese ranzige Onkelhaftigkeit im Umgang mit Frauen. Ne? Ich sage Ihnen, der Mann muss ab jetzt aber höllisch aufpassen. Deshalb wird jetzt jede seiner Gesten noch genauer beobachtet. Rainer Brüderle gestern beim FDP-Neujahrsempfang in Düsseldorf. Rainer! Also ehrlich jetzt, Rainer! Och Mensch! Wir hatten da doch drüber gesprochen, Rainer. Der ganze Bereich hier oben. Nicht anpacken, nicht anglotzen. Mann, das ist zwanghaft bei dem. Ne? Nicht nur bei Frauen übrigens. Ich hab da lange nicht drüber gesprochen, aber als Brüderle hier bei uns im Studio war, ne, vor einem Jahr, wir reden so ganz unschuldig über Satire und dann... Ich mag Kabarett und das ist ja eine Art Variante davon, die sich entwickelt hat. Übrigens, Sie sehen Natur viel besser als vom Bildschirm aus. Natur viel besser als vom Bildschirm. Natur viel besser als vom Bildschirm. Natur viel besser als vom Bildschirm aus. Kommt jetzt alles wieder hoch. Wollte da lange nicht drüber sprechen. Ne? Schon über ein Jahr her, aber ich fühle mich immer noch so benutzt, meine Damen und Herren. Aber ich will mich auch in Zukunft in diesem Studio aufreizend anziehen können, meine Damen und Herren. Übrigens, jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop, dieses fantastische Mikrofon, entwickelt speziell für Reporterinnen, die Rainer Brüderle noch interviewen müssen. Ne? Sieht aus wie ein Mikro, aber wenn man hier drauf drückt, gucken Sie mal, kommt Pfefferspray raus. So. Wir wollen hier nichts verniedlichen. Jetzt mal ohne Quatsch. Sexismus gerade am Arbeitsplatz in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen ist ein Riesenproblem in Deutschland. Ein echtes Problem. Ulkig nur, dass ausgerechnet der Stern diese Debatte lostritt. Der Stern, der es wirklich bei jedem Thema schafft, nacktes Fleisch mit aufs Bild zu mogeln. Hier, abnehmen mit Gefühl oder Risikoröntgen. Bei wirklich jedem Thema. Hier, das kommt nächste Woche. Deutsche Soldaten in Mali. Und danach Sterbehilfe pro und contra. Ja. Ja. Die Speerspitze der feministischen Bewegung. Frauen als Objekte total schlimm. Es sei denn, wir steigern mit dicken Objekten vorne drauf die Auflage. Hat sonst noch irgendwer was zu heucheln?
Da wird etwas, ein Missverständnis aufgebauscht, nicht ganz ohne politischen Hintergrund, glaube ich. Das zeigt schon das Datum der Veröffentlichung. Ansonsten liegen mir keine Reaktionen vor, die den Eindruck erhärten, die FDP sei in irgendeiner Form sexistisch. Ja, von sexistisch war auch gar nicht die Rede. Der Döring hat jetzt natürlich Angst, dass die ganze Sexismusdebatte den, Achtung Comedy, guten Ruf der FDP beschädigt. Entschuldigung. Vielleicht zu Recht Angst. Ja. Die schließen die Reihen und Rösler spricht schon von einer Kampagne. Hab ich früher auch immer gesagt, wenn ich in der Disco den zweiten Korb bekommen hab. Hier läuft doch eine Kampagne gegen mich. Ja. Die FDP ist halt eine Womanizer-Partei. Herr Kubicki, wen haben Sie gestern angegraben? Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren jedenfalls Kolleginnen von Heiner Bremer, das weiß ich noch. Ach, was weiß ich. Irgend so ein Presseflittchen halt, ne? Wer soll sich die Torten alle merken, du, ne? Der Kubicki wämst die normalerweise im Dutzend weg. Aber damit ist jetzt Schluss, Freunde. Wegen der Brüderle-Sache. Das habt ihr jetzt davon, Frauen. Obacht, Kubicki verhängt die Höchststrafe. Meine Mitarbeiterinnen haben mir dringend geraten, und dem folge ich, Journalistinnen nicht mehr in meinem Fahrzeug zu Wahlveranstaltungen oder Parteiveranstaltungen mitzunehmen. Mein Gott! Das kann er doch nicht machen! Kubicki nimmt keine Reporterinnen mehr im Auto mit! Hier erste Reaktionen vom Bund Deutscher Journalistinnen. Nimm uns mit! Sollen wir jetzt mit dem Bus fahren? Ungevögelt? Entschuldigung. Ich hab mich mitreißen lassen. So, Freunde, ist immer noch eine politische Sendung hier. Damit wir uns nicht missverstehen, die FDP ist natürlich nicht die deutsche Baggerpartei. Und es ist ja auch nicht so, dass Frauen da als Politikerinnen bei denen nicht wahrgenommen werden. Wir werden zum Teil gar nicht wahrgenommen, um es mal ganz klar zu sagen. Man nimmt das Thema Frauen, ich glaube, nicht so ernst, wie man es eigentlich nehmen müsste in der jetzigen Situation. Ach, was weiß die schon? Die ist doch bloß Vorsitzende der liberalen Frauen. Sicher, das haben wir noch mal nachgeguckt, 80% der FDP-Mitglieder sind Männer. Eine Tatsache. Ne? Sie haben... Sie haben... Die FDP hat, auch eine Tatsache, von allen Parteien die wenigsten Frauen im Vorstand. Und wenn es mal eine zufällig hochschafft wie Birgit Homburger, dann wird die ratzfatz abgesägt. Obwohl, ich meine doch, eine Frau war mal das große Zugpferd der Liberalen im Wahlkampf. 2002 war das, glaube ich, oder? Denken auch Sie dreimal am Tag an Sex? Unterstützen Sie den Wahlkampf der FDP und spenden Sie. Rufen Sie mich an unter 990-000-18-2002. Ruf an. Das war noch meine FDP, Freunde. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber ich stelle die Frage trotzdem mal spaßeshalber rhetorisch in den Raum. Warum ist eigentlich der Westerwelle Außenminister und nicht die Frau Baster? Ist tatsächlich so gelaufen, der Spot damals. Aber was soll ich denn nun als moderner, aufgeklärter deutscher Mann machen nach dieser aufgeregten Debatte? Was darf ich überhaupt noch? Wo fängt Sexismus an? Ich frage mal nach bei unserer Heute-Show Betriebspsychologin Birte Schneider, meine Damen und Herren. Frau Dr. Birte Schneider. Schön, dass ich einen Termin gekriegt habe, so kurzfristig. Vielen Dank. Birte Schneider. Ja, Frau Schneider, ich bin, sage ich ganz ehrlich, ich bin völlig verunsichert durch die Brüderle-Debatte. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, flirte ich jetzt noch oder belästige ich schon? Woran erkenne ich das? Schwierig, ne? Ja. Aber es gibt zumindest ein paar Indikatoren. Okay. Kein gutes Zeichen ist zum Beispiel, wenn die Frau anfängt zu weinen. Aha. Wenn sie laut schreit, ja. Sich übergeben muss, ja. Spontan eitrigen Ausschlag bekommt, okay. Wegläuft oder die Polizei ruft. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell.
Polizei rufen doch nicht gut. So. Wissen Sie was? Ja. Wir machen jetzt einfach mal eine kleine Übung. Okay. Flirten Sie mal mit mir. Ja, wie jetzt? Ja, bitte. Einfach so, wie Sie das normalerweise machen. Hier jetzt? Ja. Vor den ganzen Gebührenzahlern, das ist ja... Okay. Frau Schneider, hallo. Kuckuck. Was? Kuckuck. Hier oben. Ach, oben. Ja, Augen. Immer in die Augen schauen. Ah, okay. Das nennt man Augenhöhe. Aha. Schon Aha. fühlt sich die Frau weniger als Objekt. Sekunde, Augen besser als Titten, zweimal unterstreichen. Verstehe. Gut, aber um noch mal auf den konkreten Fall zurückzukommen, was der Rainer Brüderle zu dieser Journalistin vom Stern gesagt hat, das ist ja doch zum Teil putzig gewesen. Ne? Haben Sie es gelesen? Ich möchte, dass Sie meine Tanzkarte annehmen. Ich meine, mit dem Spruch schleppt man noch nicht mal im Pflegeheim eine ab. Ja. Wird jetzt ein geflügeltes Wort. Ruhe! Das ist genau das Problem. Diese Verniedlichung. Ach, guck mal, wie süß der Brüderle, der geile alte Sack. Wie lustig der Sabbat. Diese Art Flirten ist eine reine Machtgeste. Der alte Pavian verweist das Weibchen auf seinen Platz. Ich hier oben, du da unten. Brüderle ist ein alter Pavian. Herrgott, jetzt legen Sie mal das Buch weg und hören mir zu. Sorry, aber hab ich Sie jetzt gerade belästigt zum Beispiel? Nein, Sie gehen mir einfach auf den Sack. Auf den Sack. Weil Sie es wie alle Männer einfach nicht kapieren. Hier, ja. Wissenschaftler haben jetzt eine Hightech-Brille erfunden, okay. Mit der man die Welt so sieht wie Rainer Brüderle. Wow. Fragen Sie mich nicht, wie das funktioniert. Wenn ich da durchgucke, sehe ich die Welt so wie Rainer Brüderle. Ja. Und höre auch alles wie Rainer Brüderle. Wahnsinn. Wow, das ist alles voll verschwommen und schwankt jetzt. Kein Wunder, mit der Brille haben Sie 19 Gläser Riesling-Intus. Ah. So, ich spreche jetzt mal genauso, wie die Sternjournalistin den Brüderle damals an der Hotelbar angesprochen hat. Wörtliches Zitat. Ja, Achtung. Okay. Ja. Herr Brüderle, wie finden Sie das im fortgeschrittenen Alter zum Hoffnungsträger Ihrer Partei aufzusteigen? So. Und jetzt setzen Sie bitte die Brüderle-Brille auf und ich stelle noch mal dieselbe Frage. Herr Brüderle, Rainer, wie schaffst du es eigentlich, in deinem Alter immer noch so unfassbar heiß zu sein, du kleine Potsau? Schlimm. Ist ja schlimm. Sehen Sie? Es ist völlig wurscht, was Sie als Frau sagen. Die Alpha-Rüden hören sowieso, was sie wollen. Weil Ihr Frauenbild 1959 eingefroren wurde. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dem wir uns endlich stellen müssen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. So ist es. Oliver. Olli, mit der Brille siehst du ja noch geiler aus. Das ist ja ein geiles Kompliment, vielen Dank. Was denn? Ach, schade. Birte Schneider, meine Damen und Herren. Die schöne Brille.